Ja, und schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch regelmäßig mit. Genießt auch mal Wanderungen mit Kindern, die Vielfalt, ein paar wunderbare Pilzrezepte, einen schönen Moment im Wald und macht mit uns eine tolle Pilztour. Also, abonniert den Kanal und kommt doch einfach mit uns mit. Wir würden uns freuen. Und ja, lasst uns Pilze suchen. So, und da wächst etwas, könnt ihr sehen. Die verstecken sich. Aber da ist wieder einer. Und zwar ein schöner Steinpilz. Etwas älter, aber noch gut. Richtig weiße Lamellen. Lamellen, was erzähle ich schon wieder? Röhren. Und das ist natürlich noch ein junges, knackiges Exemplar. Und der ist ein bisschen angeknappert, aber der ist richtig gut und schön. Und der darf mit. Ein herrlicher Fichtensteinpilz. Die Begeisterung, da erzählt man schon anderes. Aber herrlich. Ja, was sehen wir denn da? 4 Steinpilze. Das muss ich mal nachzählen. 1, 2, 3, 4. Super. Schule wirkt. Nein, also natürlich herrliche Pilze. Schauen wir uns das mal an. Die sind was älter. Also man sieht es schon. Der Hut oben ist fest. Na, der ist ein bisschen batschig. Die Stiele tief. Gucken wir mal an. Vielleicht lassen wir sie dann doch eher stehen. Also ja, das sind jetzt Steinpilze, die sind überständig. Und das kann man hier sehen, die haben schon richtig dunkles Futter. Und das hier ist so ein bisschen schwammig und nicht mehr richtig knackig. Das bleibt hier. Und jetzt fassen wir die oben an. Und wenn man die so eindrücken kann, hier wie das, also dann kann man das in Ruhe lassen. Und das probieren wir jetzt bei den anderen dreien auch noch aus, wie es bei denen ist. Vielleicht ist einer noch gut. Guck mal, der ist ganz weich, ne? Der ist nichts mehr. Der auch. Da kommen wir zu spät. Die sind wunderschön, aber die sind leider nichts mehr für den Korb. Ja, und das muss einfach sein. Die Zeit, die muss sein. Eine wunderschöne Gruppe Fliegenpilze. Und die finde ich einfach so schön. Mal zum Genießen. Natürlich nicht zum Essen, aber fürs Auge. Ja, und hier wieder ein ganz großer Steinpilz. Und interessant ist an den Fichtensteinpilzen, hier wachsen nur wenige Fichten dazwischen. Es gibt sie schon. Die wachsen auch in den Mischwäldern ganz gern. Und immer wieder gern wie hier am Wegrand. Oh, der ist doch schon etwas älter. Jetzt gucken wir mal, bevor ich ihn ganz rausmache. Ja, also der ist genau die Grenze. Der federt noch aus, aber ist schon so dellig, wellig. Und unten drunter, das lassen wir. Also der Kamerad, der ist mir zu alt, aber schön ist er trotzdem. So, also das sieht doch schon mal richtig gut aus. Also damit sind wir zufrieden. Das reicht für uns locker. Und meine Frau hat auch noch was im Korb. Und hier, wenn wir mal schauen, überall wunderschöne Fichtenreizker. Also die Kleinen würden mich ja reizen, sie mitzunehmen. Man sieht auch hier schon die grünen Töne. Und hier dann die Großen. Die sind natürlich mir zu alt. Aber wir haben so viele Pilze. Nun, jetzt kommt der Punkt, wo man sie auch wieder stehen lassen können muss. Und hier auch überall Fichtenreizker. Aber wir haben den Korb voller Steinpilze. Das reicht für uns heute. Jetzt schauen wir uns mal um. Ja, schaut mal, und neben unserem Korb, und da seht ihr den Unterschied, die jungen weißen Steinpilze mit den weißen Röhren oder maximal Olivenfarben. Und hier mein richtig großer. Und der ist noch gar nicht mal wirklich richtig weich, der ist noch recht fest. Ja, also ich lasse sowas im Wald, denn die sollen ja auch neue Steinpilze machen. Aber der ist einfach mal nur schön und zum Anschauen. Und hier gibt es vielleicht dann doch noch ein paar mehr. Schauen wir uns doch noch mal weiter um. Jetzt kommt die Sonne raus. Ist der nicht schön? Ja, schaut mal, Pilzfreunde, das ist fast ein bisschen unerwartet. Hier ist ein, ja, schauen wir uns mal den Stamm an. Das ist ein Nadelholz oder das hier muss man mal näher anschauen. Das ist eher ein Laubholz, denn hier stehen auch noch Laubbäume dazwischen. Und genau da sehen wir jetzt hier Sommeraustern-Seitlinge, die hier, besonders hier kann man es sehen, schön in Gruppen wachsen, die Lamellen den Stiel herablaufen und solche büschelichen Strukturen haben. Der ist jetzt solitär und der ist fast ein bisschen verdächtig, ist aber ein Sommerseitling. Ja, man kann auch schön riechen, diese anisartigen Töne. Also, hier fast unerwartet im Wald. Den kann man essen, ist ein guter Speisepilz, aber heute lassen wir den da. Weil sonst werden die sofort sterben. Was? Wer stirbt? Die Schnecke. Ja, die Schnecken, die können auch Giftpilze fressen, denn die haben ganz andere Organe wie wir. Manche haben natürlich eine Leber, aber ganz andere Enzyme. Also die Schnecken sterben so schnell nicht. Und ja, was ist das? Ein Steinpilz. Ja, meinst du, den kann man essen?
Ja. Ja, und meinst du, den kann man noch essen? Nein. Warum? Weil der zu alt ist. Richtig. Woran siehst du das? Weil er so weich ist. Na, der ist noch gar nicht mal so weich, der ist noch recht fest. Aber man sieht schon hier unten die gelben, hier schon grünlich werden. Ja, die Röhren. Also, wir haben die als Kinder in der Größe gesammelt und der ist hier grenzwertig. Aber wir haben einen Korb voller Knackiger. Der darf natürlich hier bleiben. Und jetzt einfach nur noch mal zum Genießen. Weißt du, was das ist? Ein Fliegenpilz. Sehr gut. Und hier kann man auch sehen, Schnecken stören sich nicht an Fliegenpilzen. Und ein wunderschöner Kamerad. Ja, und zur Versöhnung hier, jetzt hatten wir so viele ältere Steinpilze gefunden, haben wir noch mal Glück und finden einen, der in einem guten Zustand ist. Und wieder eine Schnecke obendrauf. Und der ist auch schon etwas älter und hat dunklere Lamellen, wie man sieht. Aber der ist noch richtig fest. Der ist gut, der darf noch mit. Bisschen angefuttert, naja, die Schnecken wollen auch ihren Anteil. Ja, ihr seht, die Pilzsaison bei uns ist fortgeschritten und überall findet man ältere Pilze, ein Frauentäubling. Da hinten, da oben, da wächst etwas, das schauen wir uns gleich nochmal an, was das ist. Und hier wächst etwas, das nehme ich mit. Und zwar, ich habe hier schon mal ein Stück abgemacht und das sind natürlich die Lieblingspilze meiner lieben Frau und der Schnecken. Naja, die sind jetzt überall. Das sind Semmelstoppelpilze. Man möchte meinen, von oben, es sind Pfifferlinge, aber hier sieht man ganz klar die Stoppeln. Und das ist der rostbraune Semmelstoppelpilz, kommt bei uns hier auch in Nadelwäldern vor. Ich finde den allermeisten aber natürlich in Laubwäldern und zwar unter Buchen. Aber das geht auch hier. Und der Grund ist, es gibt hier eingestreute Buchen. Und das ist natürlich ein Fund, der freut uns besonders. Ein sehr, sehr guter Speisepilz, eigentlich unser Lieblingspilz. So, sauber machen. So, hier sehen wir vom Wegrand doch mal was richtig Schönes. Es leuchtet, es hat eine rote Kappe und ja, dann ist es wahrscheinlich das Rotkäppchen. Nein, das ist natürlich eine Rotkappe. Jetzt schauen wir mal, ob der noch was ist. Der ist natürlich schon recht groß. Ja, der ist gut, der ist fest. Sehr schön. Und das ist ein Raufußröhrling natürlich und ein guter Speisepilz. Und ich sehe schon, ja, ich muss immer, wenn ich einen anfasse, gleich rundherum gucken. Ich sehe noch zwei. Und das ist natürlich, naja, die Schnecken haben auch ihren Anteil schon, aber das ist ein sehr, sehr schöner Pilz. Und jetzt holen wir zusammen die anderen. Schaut mal, hier zwischen den Eichen wachsen die bei uns interessanterweise. Und es gibt von den Rotkappen ja ganz viele, nicht? Und das hier ist ein wunderschöner kleiner, den nehmen wir auch raus. Also, da hinten wächst noch ein Steinpilz. Also, ich würde mal meinen, das ist hier eine Ecke, da müssen wir nochmal genauer schauen. So, seht ihr das da hinten? Müssen wir mal schauen, ob es ein Sommersteinpilz ist. Und da noch eine Rotkappe. So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das hier alles transportieren. Und hier, schaut mal, neben meinem Korb, ich habe das nicht gesehen, wieder eine Rotkappe. Herrlich. Und die ist noch ganz klein. Und da schauen wir uns doch mal ein bisschen um. So viele Pilze in so schneller Zeit, das ist natürlich... Und da hat meine Frau was gefunden. Der Kamerad super. Kommt weg. Das sind natürlich Sommersteinpilze. Nein. Oh, doch, das ist ein Sommersteinpilz. Oh ja. Ja, natürlich. Hier. Und das ist natürlich ein wunderschöner Zwilling. Fast wie ein Herz. Ein Steinpilzherz. Und da sind noch mehr. Und jetzt schauen wir uns da mal zusammen um. Ihr seid jetzt mal live dabei. Also das muss man hier natürlich mal genießen. Achtung, hier. Da hast du schon wieder einen entdeckt. Wahnsinn. Ja, der ist auch ganz klein und wunderschön. Also hier muss man natürlich... Also, schau mal. Wahnsinn. Und jetzt ist meine Frau auch wieder glücklich mit der Welt. Sie findet Steinpilze. Und da drüben? Hat sie noch mehr gefunden. So. Oh, jetzt wäre sie hier fast auf einen draufgetreten. Schaut mal. Da. Und da noch ein kleiner. Jetzt müssen wir langsam mal den Korb holen. Es wird sonst schwierig. Machst du den noch raus? Und da hier vorne ist auch noch einer. Schau mal. Also, ihr seht. Ja, Semmelstoppel habe ich vorhin auch zwei, drei gefunden. Sehr schön. Du hast einen. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns mal den Kamerad an. Eine Rotkappe. Herrlich. Aber da haben die Schnecken ganz schön gewütet. Da müssen wir noch mal gucken, ob das noch was ist. Und hier oben wieder ein Sommersteinpilz. Ihr seht unter den Eichen, und die heißen ja auch Eichensteinpilze, nicht? Da ist der Name Programm. So, die tun wir jetzt hier mal alle ein bisschen aufsammeln. Da ist noch ein weiterer Semmelstoppelpilz und da auch.
So, meine Frau, die sammelt jetzt hier mal ein bisschen und ich gucke jetzt auch mal herum. Also, schöne Ecke. Also jetzt scheint dieser Wald hier voll zu stehen. Ich sehe wieder zwei Steinpilze und die sind richtig jung und knackig. Und das ist hier im Buchenwald und das sind keine Fichtensteinpilze, das ist in der Tat nochmal der Sommersteinpilz, der sich hier nochmal zeigt. Und das ist schon fast echt, ja, fast ungewöhnlich für unsere Verhältnisse hier. Und da gucken wir nochmal in Ruhe zwischen den Eichen und den Buchen herum, ob es noch mehr gibt, denn die sind in einem perfekten Zustand. Ja, und die Kleinen, die sind natürlich die schönsten. Und die sind noch jung und richtig knackig und die sind wirklich schwer zu sehen. Die wachsen hier richtig zwischen diesen Eichenblättern und kommen gerade wirklich frisch wieder raus. Im Fichtenwald, die waren schon alle richtig überständig. Aber da geht nochmal jetzt mit dieser Wärme der letzten Tage oder vielleicht auch der nächsten Tage eine neue Welle los. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch ein paar. Und was soll man dazu sagen, außer schön. Ja, und hier nochmal einen wunderschönen Blick auf den Korb mit einer Rotkappe. Steinpilzen, Sommersteinpilzen, Fichtensteinpilzen, Semmelstoppelpilzen, Hexenröhrlinge. Also das ist nochmal wirklich schön. Ja, und das kommt dann hier doch auch vor. Und das ist für mich wirklich eine große Freude, denn die ja, Rotkappen in einem schönen, knackigen Stadium, so schön und groß wie hier, die kann ich nur selten finden. Und das ist wirklich für mich was Besonderes. Und ihr seid dabei, wie wir die hier live rausmachen. Also, ich muss schon sagen, oft ist es so, am Ende der Pilztouren, da ist es wirklich am besten. Ist das bei euch auch so? Schaut euch das an. Ein Traum. Das geht nicht besser. Fantastisch. Also ich bin begeistert. Jetzt bin ich auch begeistert. So, schaut mal, eine Rotkappe und ein rotes T-Shirt, nicht? Also da war heute wirklich schon der Name Programm. Richtig toll, richtig schön. Ja, und hier, da finden wir noch was Interessantes. Und da ist die Farbe etwas, was mich anlockt. Und man sieht schon hier, man könnte meinen ein Pfifferling, aber er ist viel buckeliger, viel buchtiger. Und das sind die Lieblingspilze meiner Frau. Ein großer, wunderschöner Semmelstoppelpilz. Also die Stoppeln hier, gar nicht zu verfehlen. Und da kann man nicht viel falsch machen, wenn man diese findet, nicht? Die sollte man probieren. Wenn die älter sind, dann können die etwas bitterlich sein. Ich habe das so noch nicht festgestellt. Ein fantastischer Speisepilz. Und ganz einfach zu bestimmen. Herrlich. So, jetzt brauche ich erstmal einen Korb. Und wieder direkt am Wegrand haben wir noch etwas entdeckt. Ja, da gucken wir mal, ob es noch was ist. Zu weich. Wieder eine Rotkappe. Die lassen wir. Und hier wachsen jetzt vermehrt auch die Lieblingspilze meiner Frau. Und deswegen sammeln wir die natürlich. Und ich mag die auch richtig gern. Ein weiterer Semmelstoppelpilz. Perfektes Alter, perfekter Zustand. Und da kann man ja einfach nur sagen, wunderschön. Das geht nicht besser. Und hier nochmal, wie gesagt, der Baumwald hier, der ist noch recht jung. Es ist wirklich ein ja, Bestand, der vielleicht abgeholzt wurde vor vielleicht 10 Jahren. Und hier gibt es viele, viele interessante Pilze. Ja, und der ist hier durchaus größer. Meine Frau glaubt, dass es nur ein kleiner Semmelstoppelpilz ist. Und jetzt gucken wir mal ihre Reaktion an. Ja, doch. Der sieht gut aus. Den kannst du mitnehmen. Und schon ist er weg in ihrem Korb, ich sag's euch. Und jetzt können wir mal was zusammen anschauen. Das freut mich. Und ihr seht mich ja selten mal sprachlos, aber für uns ist das hier wirklich was Seltenes. Ich weiß, woanders sind die viel, viel häufiger. Aber hier sehen wir natürlich einen Habichtspilz. Und der wächst hier unter einer Fichte. Also es gibt Arten, die wachsen in der Fichtenwald. Es gibt aber auch welche im Laubwald. Und hier sieht man diese ganz charakteristischen, typischen, ja, Schuppen ähnlich wie das Gefieder von einem Habicht. Diese älteren, deswegen koste ich vorher, die sind manchmal bitter. Dann sind sie nicht mehr so gut. Checken. Ausspucken. Ja,
Der ist schon recht kräftig, aber immer noch okay. Und dann muss man den in kleinen Dosen verwenden. Das ist jetzt nichts, was man ins Essen macht. Das ist was zum Thema Wirtspilze. Und hier kann man schon gut erkennen, die Stoppeln. Also in dieser Größe ein wunderschöner Pilz. Den werde ich trocknen und ganz klein in wenigen Dosen einsetzen als Wirtspilz. Und dann hat er einen wirklich guten Geschmack. Und der muss jetzt auch noch da rein. Und die anderen Kameraden, die kommen auch mit. Denn das ist wirklich für mich ein relativ seltener Fund. Und die sind gar nicht so selten, aber ein richtig toller. So, das sind der zweite. Und ich habe noch einen gesehen und noch einen. Die kommen alle mit. Und zwar in meine Wirtspilzsammlung. Und darüber können wir dann später noch ein bisschen reden. Wunderschön. Kaum zu verfehlen, diese wunderschönen Schuppen da oben drauf. Ja, hier diese grauen Stoppeln, der Habichtspilz. Und wer unsere Videos kennt, der weiß ja, wir haben einen Hang zu Wirtspilzen, natürlich zu Heilpilzen. Und da kommen die natürlich mit. Herrlich, also das freut mich wirklich, das ist für mich ein krönender Abschluss einer wunderschönen Pilztour. Und schaut euch mal den Korb an. Also, da muss man sagen, der Pilzsammler wunschlos glücklich. Und ich schaue mich mal weiter um. Wer weiß, was sich noch findet. Schaut mal, Pilzfreunde, jetzt habe ich einen Pilz gefunden, und zwar auf dem Boden. Den hat wahrscheinlich ein Pilzsammler zurückgelassen. Nun, vielleicht war er sich nicht sicher, das ist der Bronzeröhrling oder auch der schwarzhütige Herrenpilz oder Steinpilz. Eine Art, die hier bei uns immer häufiger wird und teils in Massen auftritt, aber eine Art, die geschützt ist und nicht gesammelt werden darf. Der lag jetzt hier schon, der ist auch ganz frisch, der ist auch nicht alt. Nun, den werde ich mitnehmen, vielleicht auch zu Verbreitungszwecken. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr toller Steinpilz, der schwarzhütige Steinpilz. Nun, wenn er hier schon rausgenommen wurde, dann muss er hier nicht vergehen. Der ist wirklich noch ganz, ganz frisch, da war jemand direkt vor mir. Vielleicht finde ich noch einen im Wald, der bleibt dann natürlich auch im Wald. Ja, und jetzt hat es dann wirklich geklappt. Schaut euch das mit mir zusammen an. Das ist ein Pilz, ein geschützter Pilz, nicht? Also ein Steinpilz, klar, schwarzer Hut, ein Bronzeröhrling. Und das ist ein, ja, oder auch schwarzhütiger Steinpilz oder Herrenpilz genannter Pilz. Und da sieht man, da kommt noch einer. Also, die werden hier bei uns immer häufiger, der ist richtig gut und knackig. Den kann man natürlich essen, aber wie gesagt, da gibt es ein Sammelverbot für, weil sie eben selten sind. Und da halten wir uns dran und lassen den Kameraden hier. Denn, ganz ehrlich, wir haben genug. Aber schaut euch das an. Daneben ein Knoblauchschwindling, habe ich aber auch schon getrocknet. Ja, also, wenn das kein Abschluss einer Tour ist, was will man mehr? Ui, also ich wollte ja heute gar nicht mehr weiterfilmen. Aber wenn man sowas mal sieht, oh, und wenn man es sogar schon riecht, dann muss man es zeigen. Ja, wisst ihr, was das ist? Also das ist nun klasse schön. Eine Bergsteigerin Ringelsocke, perfekt zu sehen. Hier ein brauner Hut, sehr häufig. Weiße, rundherum verteilte Velumreste. Eine Schnecke, die sich stecken lässt, schmecken lässt. Das ist natürlich Amanita pantherina, das ist der Pantherpilz. Ein tödlich oder potenziell tödlich giftiger Pilz. Gleich zwei davon im wunderschönen Zustand. Also sowas habe ich auch schon wieder selten gesehen. Ja, und hier kann man ja einfach nur sagen, da sind die Farben so schön und so klassisch. Ihr habt es längst erkannt. Und ich nehme den deswegen auch raus und mit, weil der natürlich von oben schon super zu erkennen ist, dass der im Bestzustand ist. Wachsweiche Lamellen, herrliche Farben. Ja klar, der Frauentäubling. Und ihr seht, jetzt wird es auch mit diesem Korb. Den anderen musste ich schon zur Seite tun. Wahnsinn. Und heute natürlich wieder der krönende Abschluss. Hier wunderschöne hykrophane Hüte, beschuppte Stiele, ein bisschen zu alt, das Stockschwämmchen. Ein fantastischer, essbarer Speisepilz. Toller Suppenpilz, besonders die Hüte. Stiele sind nicht so, höchstens für Würzpulver. Aber wer die sammelt, sollte die giftigen Gifthäuptlinge kennen. Schaut vielleicht mal in unsere Pilzbestimmungsvideos. Aber schön, dass ich den zeigen darf. Ja, und dann hier nochmal ein wunderschöner Blick auf ein Feld, nein, in den Herbst und in den Sonnenschein. Wir verabschieden uns mit einem herrlichen Pilzkorb. Wir sind einfach nur glücklich. Es gibt die Sommersteinpilze, die schwarzhütigen Steinpilze, die Fichtensteinpilze. Es pilzt. Also kommt doch mit uns mit und genießt die Touren und bis bald im Wald.